Heute gibt es wieder eine abonnente Woche und zwar ist das Hafti-Abi. Wenn ihr abonnente Woche wollt, müsst ihr einfach nur hier ein Abo da lassen und einen Kommentar mit dem Hashtag ADW für abonnente Woche und dann seid ihr automatisch in der Verlosung. Auf geht's zum Video, let's go. Schisch, was geht? Heute gibt es eine neue Folge, ich bewerte eure Teams und ihr seht, ich habe heute wieder ein ganz besonderes Trikot an, das ja, Jahrhundert-Trikot von Real Madrid. Und das ist ein besonderes Trikot insofern sogar, dass man das umdrehen kann. So, und dann hast du auf der anderen Seite einfach noch so ein Trainingstrikot. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit irgendwie draußen bin und ja, alle haben irgendwie hell gegen dunkel, was die Trikots angeht, und ich habe ein dunkles Trikot, dann kann ich einfach umdrehen. Das ist schon, also gibt schon coole Sachen. Ja, naja, wie auch immer. Was denkt ihr, wer da hinten drauf ist? Es ist die Nummer 11 und es ist kein geringerer als die Legende. Es ist Ronaldo, da seht das. Genau. Okay, starten wir rein. Wir haben letztes Mal euch gefragt, dieses Team hier zu verbessern und dazu schreibt Killer Fox folgendes. Für das letzte Team Goretzka Headliner für Beckham, Günther mit Talia Fico tauschen, Klostermann Road to the Final für Talia Fico. Ja, vielen, vielen Dank für diesen Vorschlag und wir kommen zum ersten Team dieser Folge. Das kommt von einem Sancho-Fan, nämlich Bloodfire, folgt mir uns seit Februar 2021 bei Twitter. Er schreibt, Hashtag Pisswische, Hashtag Schießstimmherr, das ist mein Team, Budget ist 500.000, tradable sind Ederson, Talia Fico und Rijkaard. Ingame 4231, danke im Voraus. Okay, Grüße gehen raus an David und wir schauen uns das Team an. Da haben wir im Tor Ederson, dann haben wir in der Verteidigung Aarons, Campbell, Puyol und Talia Fico. Im Mittelfeld haben wir Neres, dann haben wir Rijkaard. Außerdem Rodri, dann zusätzlich noch den guten Wright und Correa. Und vorne Romarinho. Ja, 189 ist die Bewertung von diesem Team. Und wir haben hier bei dem Team einen Teamwert von 1,9 Millionen mit einem Budget von 500.000 Münzen. Genau. Ja, dann haben wir hier vier Ikonen. Einmal im Quadrat sozusagen. In der Mitte die drei Tots-Spieler. Und rechts auch Tots. Links fast die Symmetrie. Wenn da Neres noch durch einen Zotz ersetzt würde, wäre das hier ein perfektes symmetrisches Team. Oder Correa durch einen Squad-Builder, Showdown, wie heißen die? Die heißen Showdown, egal, ihr wisst, was ich meine. Diese Karte, die Neres halt ist. Showdown-SPC ist es, ne? So, naja. Auf jeden Fall haben wir hier ein grundsätzlich erstmal sehr starkes Team. Was könnte man hier machen mit dem Budget von 500.000? Folgende Vorschläge, man könnte Buendia-Tots sich holen und den reintun für Correa. Dann als zweites Banega-Tots für Rijkaard reinpacken. Zusätzlich Casemiro-Tots für Rodri spielen und dann Luke Shaw-Tots für Puyol. Und dann würden wir noch folgendermaßen umstellen, damit es irgendwie auch Sinn ergibt. Nämlich so ins 4-4-2 und abgesehen von Shaw, der natürlich da auf Position spielt, seht ihr, dass alle auf Full Cam sind. Statt Shaw kann man natürlich auch irgendwie Kimpembe nehmen, Fofana. Wenn man einen Innenverteidiger da spielen möchte und keinen Außenverteidiger, genau. Das wäre auf jeden Fall hier der Vorschlag für dieses Team. Wenn ihr da andere Ideen habt, dann schreibt das sehr gerne in die Kommentare und wir kommen zum nächsten Team. Übrigens zum Thema Kommentare, ich habe gesehen, einige von euch waren in der letzten Folge nicht ganz zufrieden mit dem Llorente Renato Sanchez Ding. Also ich denke mir bei sowas halt so, die Meinungen können da auseinandergehen. Und es gibt durchaus Argumente für Renato Sanchez, auf jeden Fall. Es gibt auch Argumente für Llorente, zum Beispiel, dass er größer ist. Renato Sanchez natürlich dann, ja, mehr Skills, stärkerer Weakfoot und so weiter. Wenn ihr die Kommentare abgibt, dann schreibt am besten nicht, ey, die Verbesserungen sind scheiße oder das ist dumm oder sonstiges, sondern versucht das konstruktiv zu halten und sagt dann, ey, ich finde, Renato Sanchez ist besser als Llorente und würde den nicht wechseln. Oder ich würde das und das machen stattdessen. Und das wäre mein Vorschlag, als einfach nur zu sagen, ey, das ist Mist. Weil das hilft halt niemandem weiter. Ne? Nur so als Hinweis an der Stelle. Also ich lese auf jeden Fall eure Kommentare. Ne? Also denkt nicht, dass das irgendwie hier untergeht. Das ist ja hier alles ein Team-Ding und ich finde es auch gut, wenn es da verschiedene Meinungen gibt. Davon lebt das Ganze ja auch. Ist ja nicht so, dass ich hier jetzt irgendwie jedem das perfekte Team baue und ja, dass darüber man nicht diskutieren kann, ist ja hier einfach eine subjektive Meinung natürlich und die habt ihr auch und da kann man sich austauschen und am Ende kommen wir dann gemeinsam zum guten Ergebnis. Also so sehe ich das auf jeden Fall. Ja,
Kommen wir zum nächsten Team, das kommt von Walfla. Er folgt uns seit Mai 2020 bei Twitter. Er schreibt: Hashtag Shishim at Shishtube, hey Iron Community, hier ist mein Team, alles an Trade außer Carrasco, Ingame spiele ich 4-2-3-1, Budget ca. 1 Million. Und da haben wir im Tor Donnarumma, dann haben wir in der Verteidigung Cancelo, außerdem Sam Brotta, Tapsoba und Wendell. Im Mittelfeld haben wir Stoichkov, dann haben wir Baggio und außerdem Jones und vorne Trent Alexander-Arnold, dann Luis Suarez und Carrasco. Ja, that's class heißt das Team. 191 ist die Bewertung und wir haben hier einen Teamwert von 4,6 Millionen mit einem Budget von 1 Million Coins. Und das Team sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Also Suarez feiere ich auf jeden Fall sehr, die Karte. Ja, was könnte man hier machen? Budget von 1 Million ist ja jetzt gar nicht so wenig. Und mit der Million könnte man überlegen, Folgendes zu machen. Und da wäre dann ein Vorschlag zum Beispiel, dass wir einen Defensiven rausnehmen. Also im Endeffekt ist es ein Tausch, das ist jetzt nicht der direkte Tausch, aber ein Tausch zwischen Jones und Llorente. Wir würden nämlich jetzt Llorente reintun für Baggio, so. Und anstelle von Baggio kommt dann offensiv ein anderer Spieler rein, nämlich Mané Freese. Und der geht dann auf die Jones-Position. Das wäre hier die Idee. Dann hast du trotzdem da den Liverpool-Link und den Atletico Madrid-Link. Und das würde dann passen, ja. Das wäre hier der Vorschlag bei dem Team. Man könnte dann prinzipiell vielleicht längerfristig noch irgendwie auf Vasquez gehen oder sowas, auf der rechten Flügelposition, wobei dann natürlich das mit Mané nicht mehr passen würde. Aber ja, also das wären so ein paar Gedankenansätze, in welche Richtung man gehen könnte hier bei dem Team. Wenn ihr da andere Ideen habt, dann schreibt das sehr gerne in die Kommentare und wir kommen zum nächsten. Und das kommt von jemandem ohne Profilbild. Joel, folgt mir uns nur wegen mir hier. Grüße gehen raus nach Koblenz seit Juni 2020 bei Twitter. Er schreibt: Habe 150.000 und tradable sind Neymar, Mondi und Moreno Freeze. Hashtag Schießstimme at Schießstube, Hashtag PS4Share. Und da haben wir im Tor Oblak, dann haben wir Bellerin, außerdem Moreno, Koundé und Mondi. Im Mittelfeld haben wir Neymar, Mbappé, Carvalho, außerdem Okocha und Vasquez und vorne Fekir. Ja, Vardy ist das Team, 190 ist die Teambewertung und wir haben hier einen Teamwert von 2 Millionen Coins mit einem Budget von 250.000 Münzen. Ja, was haben wir hier? Was haben wir hier? Roter Oblak ist an sich auf jeden Fall nice, auch wenn man sich natürlich nicht unbedingt einen Torwart aus den Picks wünscht, aber Oblak ist auf jeden Fall super stark. Was könnte man hier machen mit dem Budget von 150.000? Man könnte hier zum Beispiel einen Nkunku-Tots holen, der geht dann für Okocha rein und dann als nächstes noch einen Nkunku und Feke tauschen, um dann Hermoso für Moreno in die Innenverteidigung zu stellen. Also Hermoso Food Birthday natürlich, ne? Das wäre hier der Vorschlag und ja, wenn ihr da weitere Ideen habt, dann schreibt das sehr gerne in die Kommentare und wir schauen uns gemeinsam das nächste Team an. Und das kommt vom guten Kian. Er folgt mir und ja, kommt aus Germany seit März 2020 bei Twitter. Er schreibt: Das ist mein Team, alle an Trade, außer Neuer, hab 250.000 Budget, Hashtag Schießstimme, Schießstube, Hashtag PS4Share. Außerdem sagt er, würde gerne Pillow rausmachen und außerdem sind die Icons alle aus Icon Packs. Liebe Grüße. Alles klar. Das Team sieht wie folgt aus: Einmal Neuer, dann haben wir Bender, Boateng, Kuman und Kleiber. Im Mittelfeld haben wir Fernando Torres, dann haben wir Gendouzi und außerdem Gnabry. Und vorne haben wir Saar, dann haben wir Pirlo und außerdem Carrasco. Ja, yes sir, heißt das Team, 191 ist die Bewertung und wir haben hier einen Teamwert von 2 Millionen Coins mit einem Budget von 250.000 Münzen. Ja, drei Icons aus Icon Packs sind jetzt auch nicht unbedingt die, die man sich daraus wünscht, aber ja, man kennt das ja in FIFA, ne, wenn man die Packs macht, dass da auf jeden Fall auch sehr häufig nicht das dabei ist, was man gerne hätte. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall wäre hier ideemäßig Folgendes: Pirlo sei ja raus. Dafür tun wir Llorente-Tots rein, so, und dann als zweites nehmen wir Correa von der Bank. Der geht dann rein für Saar, damit wir den Atletico-Link haben und zusätzlich holen wir uns dann noch einen Kunku, der Serge Gnabry ersetzt. Ja, das wäre hier der Vorschlag bei diesem Team. Wenn ihr da andere Ideen habt, dann haut das in die Kommentare und wir kommen zum nächsten Team. Das kommt von Richard. Er folgt mir seit Januar 2021 bei Twitter. Er schreibt: Hashtag Shishim, hey Iron Community, hab 600.000 und tradable sind Eto, Rashford. Würde mich über eine Verbesserung freuen. Hashtag PS5 Share, Hashtag FIFA 21.
Haben wir im Tor Courtois, dann haben wir in der Verteidigung Jesus Navas, außerdem Koundé, Pirlo, Desailly und Luke Shaw. Im Mittelfeld haben wir Rashford, dann haben wir Eto und Vasquez und außerdem Dalglish und zusätzlich Rooney. Ja, Wusel heißt das Team. 190 ist die Bewertung und wir haben hier einen Teamwert von 10,5 Millionen mit einem Budget von 600.000 Münzen. Ja, dann haben wir hier 4 Icons. Auf der rechten Seite überall Tots, auch Luke Shaw eine Tots-Karte. Gutes Team grundsätzlich. Die Frage ist jetzt, was man hier machen könnte bei dem Team. Aber Maldini Moments ist auf jeden Fall super nice. Ja, also das ist eine Karte, boah, die ist einiges wert. Deswegen ist das Team ja auch 10,5 Millionen wert. Kostet alleine 7,5 Millionen, also GG dazu. Ja, jetzt die Frage, was man hier machen kann, ne? Bei dem Team. Wenn ihr da Ideen habt, dann haut das in die Kommentare, weil das ist euer Job. Und einer von euch wird wie immer in der kommenden Folge gefeatured werden. Ansonsten kommt in den Discord, da sind wir jetzt hier über 1000 Leute. Link ist in der Beschreibung, könnt ihr auf jeden Fall abchecken. Also GG an all die schon drin sind, gibt hier einen sehr regen Austausch zu allen möglichen Teams. Wir haben jetzt hier einen Prediction-Channel zum Beispiel. Auch hier sind jetzt ein paar Predictions für das Bundesliga-Tots, was zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht draußen ist. Ja, das und dann zusätzlich haben wir natürlich Instagram, also checkt das auch ab, @Sheesh-Team natürlich und den anderen Kanal Sheesh Play ebenso, ist alles in der Beschreibung und der Kanal hier natürlich auch in der Endcard. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wenn ja, dann lasst sehr gerne ein Like da, drückt auf die Glocke, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Sheesh.